Was ist Ordnung in Freiheit? Wie man überall in der Welt beobachten kann, gibt es außerordentlich große Unordnung. Äußerlich und innerlich. Man wundert sich, warum es solche Unordnung gibt. Sie gehen nach Indien und sehen die Straßen voller Menschen, platzend vor Überbevölkerung. Und sie sehen auch so viele Sekten, so viele Gurus, so viele Lehrer, so viele widersprüchliche Lügen, solches Elend. Und wenn sie nach Europa kommen, gibt es dort etwas mehr Ordnung. Aber wenn man die oberflächliche Ordnung durchdringt, gibt es die gleiche Unordnung. Und dann kommen Sie in dieses Land und Sie wissen besser als ich, was hier los ist, nämlich vollständige Unordnung. Sie mögen sehr behutsam Auto fahren. Wenn Sie jedoch hinter die Fassade sogenannter Ordnung schauen, sehen Sie Chaos. Nicht nur in persönlichen Beziehungen, sondern auch in sexueller und moralischer Hinsicht. So viel Korruption. Alle Regierungen sind korrupt, einige mehr, einige weniger. Aber dieses ganze Phänomen der Unordnung, wie ist es entstanden? Ist es der Fehler der Religionen, die gesagt haben, tu dies, tu das nicht? Und nun revoltieren sie gegen das alles? Sind es die Regierungen, die so korrupt sind? Dass niemand mehr Vertrauen in sie hat? Gibt es in der Geschäftswelt so viel Korruption, dass niemand überhaupt nur hinschauen will, selbst ein intelligenter und wirklich seriöser Mann nicht? Und wenn sie sich das Familienleben anschauen, ist dort die gleiche Unordnung? Wenn man also das ganze Phänomen der Unordnung nimmt, warum gibt es sie? Was hat sie hervorgebracht? Scheint es nicht, dass es hier eine Art von notwendiger, fast eingebauter Weiterentwicklung gibt in Bezug auf das, was wir früher erwähnt haben? Und wenn Ordnung, einmal so vorgestellt, einer schon existierenden Situation hinzugefügt wird, wird sie nicht nur das nicht bewirken, was erhofft wurde, sondern sie schafft eine neue Situation, die, wie wir glauben, eine neue Stellungnahme erfordert. Und die neue Stellungnahme ist eben das Hinzugefügte, das Darübergestülpte. Wie die Kommunisten es in Russland und China tun. Sie haben Ordnung, was Sie Ordnung nennen, einem unordentlichen Geist übergestülpt. Und darum gibt es Auflehnung. Angesichts all dessen ist es also sehr interessant, auf dieses Phänomen der Unordnung zu schauen. Was ist dann aber Ordnung? Ist Ordnung etwas Auferlegtes? Ordnung, wie sie beim Militär dem Soldaten auferlegt wird, eine Disziplin, die Anpassung ist, Unterdrückung, Nachahmung. Ist Ordnung Anpassung? Nicht in dem Sinne, dass es künstlich auferlegt ist. In jedem Sinne. Wenn ich mich einer Ordnung anpasse, schaffe ich Unordnung. Ich verstehe, was Sie meinen. Wir verstehen unter dem Wort Anpassung manchmal eine natürliche Beziehung zwischen der Eigenart einer Sache
und den Aktivitäten, die zu ihr passen oder zu ihr gehören. Aber dann ist die Verwendung des Wortes anpassen nicht die, die wir üblicherweise benutzen und nicht die, mit der wir hier zu tun haben. Ist Ordnung also Anpassung? Ist Ordnung Nachahmung? Ist Ordnung Billigung, Gehorsam? Oder weil wir uns angepasst haben, gehorsam gewesen sind und weil wir alles akzeptiert haben, haben wir Unordnung geschaffen? Weil Disziplin im üblichen, akzeptierten Sinne des Wortes bedeutet, sich anzupassen? Ja, im Englischen sagen wir zu jemandem, der undiszipliniert scheint oder wirklich undiszipliniert ist, reiß dich zusammen. Die Bilder, die wir benutzen, um auf diese Korrektur zu verweisen, sind immer starr, nicht wahr? Ja, diese Autorität. Ob es die kommunistische Autorität der wenigen ist, oder die Autorität der Priester, oder die Autorität von jemandem, der sagt, ich weiß und du weißt nicht, ist einer der Faktoren, die Unordnung hervorgebracht haben. Und ein anderer Faktor dieser Unordnung ist unser Mangel an wirklicher Kultur. Wir sind sehr fortschrittlich, sogenannt zivilisiert, in dem Sinne, dass wir sauber sind, dass wir Badezimmer haben, bessere Nahrung und so weiter, aber innerlich sind wir nicht kultiviert. Wir sind keine gesunden, heilen menschlichen Wesen. Die innere Zersplitterung greift auf unsere äußeren Aktivitäten über. Solange wir nicht die Unordnung, das Wesen und die Struktur der Unordnung verstehen, können wir niemals herausfinden, was Ordnung ist. Aus dem Verständnis der Unordnung kommt Ordnung. Nicht zuerst Ordnung suchen und diese dann auf die Unordnung aufsetzen. Während Sie sprachen, dachte ich gerade an das Phänomen, in der Welt des Unterrichts und Lernens, wie wir sie gewöhnlich verstehen. Ich habe in unserem Gespräch festgestellt, dass Sie auf dieses Studieren immer wieder als Fehlfunktion hinweisen. Wir sind niemals darauf hingewiesen worden, das so zu sehen. Unsere Vorstellung ist, das dem Ding innewohnende Prinzip zu studieren. Das Argument dafür ist, dass man sich auf Gesundheit bezieht, um Krankheit zu verstehen. Aber der Bezug zur Gesundheit ist nur begrifflich erreicht. Alles, was wir jetzt studieren, ist ein Konzept. Ist mehr ein Konzept als die Wirklichkeit, das, was ist. Und wir verfehlen die wahre Aufgabe. Es gibt eine Schwierigkeit, die Vorstellung zu begreifen, dass wir Unordnung studieren, einfach weil der Zustand der Unordnung ohne ein ordnendes Prinzip ist. Wenn ich das sage, klingt das so, als ob ich gebeten werde, etwas zu studieren, was nicht studierbar ist. Aber ganz im Gegenteil. Bitte fahren Sie fort. Ja, ganz im Gegenteil. Es muss ein Verstehen der Unordnung geben, warum sie entstanden ist. Einer der grundlegenden Faktoren ist, denke ich, dass das Denken Materie ist.
und Denken ist seiner eigenen Natur nach bruchstückhaft. Denken teilt. Das Ich und das Nicht-Ich, wir und sie, mein Land und ihr Land, meine Ideen und ihre Ideen, meine Religion und ihre Religion und so weiter. Schon die Bewegung des Denkens zielt auf Trennung ab. Weil Denken die Antwort des Gedächtnisses ist. Antwort aus Erfahrung, die die Vergangenheit ist. Und solange wir nicht wirklich in diese Frage sehr, sehr tief eindringen, wird die Bewegung des Denkens und die Bewegung der Unordnung. Bewegung scheint nach meinem Verständnis ein Schlüsselwort zu sein. Die Bewegung der Unordnung zu studieren, scheint mir einen Schritt tiefer zu gehen als die Phrase Unordnung zu studieren. Mit dem Wort Bewegung befassen wir uns mit Handlung. Der Lauf der Unordnung. Wenn es das ist, worauf wir hingewiesen werden, dann glaube ich, dass der Einwand, dass das Studium der Unordnung aufzunehmen ein unmögliches Unterfangen sei, jeder Grundlage entbehrt. Dieser Einwand verliert seine Bedeutung an dem Punkt, wenn man sagt, nein, nein, es ist nicht Unordnung als Konzept, womit wir uns befassen. Es ist die Bewegung desselben. Es ist ihr eigener Verlauf. Es ist der gesamte Zerfall der Handlung an sich. Ja, genau. Ich rede immer wieder über Handlung und vielleicht sieht es nach Wiederholung aus. Aber Sie wissen, es wird kaum jemals ernst genommen. Von unseren Artgenossen. Die Tiere sind natürlich von Anfang an so, aber wir nicht. Nein, sehen Sie. Wir befassen uns mit Konzepten, nicht mit dem, was ist, was wirklich ist. Wir befassen uns lieber mit Rezepten, Konzepten und Ideen. Das, was ist, ist Unordnung. Und diese Unordnung breitet sich auf der ganzen Welt aus. Es ist eine Bewegung, es ist eine lebendige Unordnung. Es ist keine tote Unordnung, es ist ein lebendiges Ding, sich bewegend, verderbend, zerstörend. Aber es bedarf, wie Sie oft sagten, einer konzentrierten Aufmerksamkeit, der Bewegung zu folgen. Und es gibt Widerstand in uns, dieser Bewegung zu folgen, die vielleicht in der Unzufriedenheit mit unserer Erkenntnis liegt, dass der Übergang unverständlich ist. Und wir wollen das nicht. Wir halten den Gedanken nicht aus, dass es etwas gibt, das unverständlich ist. Und so wollen wir diese aktive Aufmerksamkeit nicht ausüben. Richtig, als wenn man am Ufer eines Flusses sitzt und das Vorbeifließen des Wassers beobachtet. Sie können das Wasser nicht verändern. Sie können die Substanz oder die Bewegung des Wassers nicht verändern. In gleicher Weise ist diese Bewegung der Unordnung Teil von uns und ergießt sich nach außen. Man muss also auf sie schauen. Und es gibt überhaupt keine Verwirrung in der Handlung. Offensichtlich nicht. Lassen Sie uns sehr, sehr vorsichtig vorgehen. Was ist die Ursache von Unordnung? Unordnung bedeutet Widerspruch, richtig? Und Konflikt. Widerspruch, dieses entgegengesetzt zu dem? Oder die Dualität? Dies im Gegensatz zu dem? Der Streit zwischen zwei sich gegenseitig ausschließenden Dingen. Und was verursacht diese Dualität und den Konflikt?
Gibt es überhaupt Dualität? Sicherlich nicht im Handeln, da gibt es keine Dualität. Das kann einfach nicht sein. Meinen Sie nicht, dass man hinsichtlich des Denkens selbst und seines Handelns sagen könnte, dass es Dualismus gibt? Aber natürlich ist die Dualität in Begriffen der Unterscheidung gegenwärtig, nicht jedoch hinsichtlich der Teilung. Nicht hinsichtlich der Teilung. Schließlich gibt es Mann und Frau, Schwarz und Weiß und so weiter. Aber gibt es ein Gegenteil zur Gewalt, verstehen Sie? Oder nur Gewalttätigkeit? Aber wir haben das Gegenteil geschaffen. Das Denken hat das Gegenteil geschaffen als Gewaltlosigkeit. Und somit den Konflikt zwischen beiden. Die Gewaltlosigkeit ist eine Abstraktion dessen, was ist, und das Denken hat das vollbracht. Gestern hatte ich hier mit Schwierigkeiten im Unterricht. Ich erwähnte, dass Laster nicht das Gegenteil von Tugend ist und Tugend nicht das Gegenteil von Laster. Und irgendwie konnte ich es nicht verständlich machen, weil die Studenten darauf bestanden, das Problem allein in begrifflichen Strukturen zu behandeln. Sehen Sie, ich weiß nicht, ob Sie jetzt darüber sprechen möchten oder ob es jetzt die passende Gelegenheit dazu ist. Wie Sie wissen, war für die alten Griechen das Messen notwendig. Das Maß. Und die gesamte westliche Zivilisation basiert auf dem Messen. Und das ist Denken. Das ist sicherlich das übliche Verfahren. Das ist sicherlich wahr. Die Ironie liegt darin, dass ein Geschichtsschreiber, der die Werke der großen griechischen Denker betrachtet, sie umdreht und sagt: Nun lasst uns einen Moment innehalten. Und wir würden etwas von Aristoteles und Plato sagen, was darauf hinweist: Nein, nein, es gibt ein viel zusammenhängenderes Verständnis dieser Dinge, als sich mit ihnen in eingefahrenen Gleisen zu nähern. Aber das stimmt nicht mit dem überein, was sie sagen. Sie können sehen, was in der Welt passiert. In der westlichen Welt. Technologie, Wirtschaft und Konsum stellen heutzutage die größte Aktivität dar, was alles auf der Messbaren basiert, was wiederum Denken ist. Verweilen Sie einen Moment dabei und Sie werden sehen, dass etwas Seltsames geschieht. Im Osten, besonders in Indien, sagt man, das Messbare sei eine Illusion. Um das Unermessliche zu finden, muss das Messbare ein Ende finden. Ich drücke das sehr einfach und grob aus. Nein, mir scheint, Sie legen es hinsichtlich der Wichtigkeit, die wir dem Handeln zuschreiben, sehr genau aus. Es ist sehr interessant. Ich habe es beobachtet. Im Westen gibt es Technologie, Wirtschaft und Konsum. Gott, der Erlöser, die Kirche und all das sind etwas Äußeres, etwas zum Spielen, und sie spielen lediglich am Sonnabend oder Sonntag damit, aber den Rest der Woche und so weiter. Und in Indien sehen Sie Folgendes. Das Wort Ma bedeutet Messen in Sanskrit.
Und Sie sagen, die Wirklichkeit ist unermesslich. Erforschen Sie das, sehen Sie die Schönheit darin. Das Abmessen kann niemals die Wahrheit finden. Ein Geist, der misst, oder ein Geist, der im Messen verfangen ist, kann die Wahrheit niemals finden. Ich lege es so aus, Sie legen es nicht so aus, aber ich tue es. Sie sagen also, um das Wirkliche zu finden, das Unermessliche, muss das Messen ein Ende finden. Aber Sie sagen, das Denken muss kontrolliert werden. Um also das Unermessliche zu finden, müssen Sie das Denken kontrollieren. Wer ist der Kontrolleur des Denkens? Ein weiteres Stückwerk des Denkens. Sie benutzen das Messen, um über das Messen hinauszugehen. Und darum können Sie niemals darüber hinausgehen. Sie sind in einer anderen Art von Illusion verfangen, aber sie ist immer noch ein Produkt des Denkens. Ja, was mir durch den Kopf ging, während Sie sprachen, war die unglaubliche Ironie, der Sie sich gegenübersehen. Dabei denke ich jetzt an folgende tiefgründige Behauptung. Das ist vollständig, bedeutet irgendetwas, von dem ich denke, dass es dort drüben ist. Das ist vollständig das, was ich abgetrennt habe von dem, was vollständig ist. Aus Vollständigkeit geht Vollständigkeit hervor. Und dann in der nächsten Zeile, wenn Vollständigkeit vom Vollen genommen wird, bleibt immer noch Vollständigkeit. Jetzt lesen Sie das, wenn Sie sich dem aber auf die von Ihnen so gut beschriebene Weise nähern, dann haben Sie nicht richtig zugehört, was gesagt wurde, weil es die totale Ablehnung der in Gedankenkontrolle enthaltenen Behauptung ist. Sehen Sie, dahin versuchte ich zu kommen. Das Denken hat die Welt physisch aufgeteilt. Amerika, Indien, Russland, China hat die Welt aufgeteilt. Das Denken hat die Aktivitäten des Menschen zerstückelt. Der Geschäftsmann, der Künstler, der Politiker, der Bettler. Verstehen Sie? Das Denken hat eine Gesellschaft geschaffen, die auf dieser Zersplitterung basiert. Und das Denken hat die Götter, die Erlöser, die Jesuse, die Christen, die Krishnas, die Buddhas geschaffen. Und sie alle sind messbar. In dem Sinn, dass du wie Christus werden musst oder du musst gut sein. Alles von einer Kultur gut geheißen, die auf dem Messen basiert. Sobald Sie mit Vorhersagen beginnen, wie wir das auf mustergültige Weise taten, dann bewegen wir uns notwendigerweise auf eine 5, 6, 7, 400, 4000-fache unendliche Teilung zu. Das alles wird im Interesse der Klarheit gefordert. Wenn wir also die Bewegung des Denkens nicht verstehen, können wir unmöglich die Unordnung verstehen. Es ist das Denken, das die Unordnung hervorgebracht hat. Es klingt widersprüchlich, aber es ist so. Denken ist bruchstückhaft. Denken ist Zeit. Und solange wir uns nur innerhalb dieses Gebietes bewegen, muss es Unordnung geben. Was bedeutet, dass jedes Bruchstück für sich selbst arbeitet? Im Gegensatz zu anderen Bruchstücken.
Ich, ein Christ, bin in Opposition zu dem Hindu, obgleich ich über Liebe und Güte und so weiter spreche. Ich liebe ihn so sehr, dass ich ihn gerettet sehen möchte, also pferche ich ihn ein. Die Hauptursache der Unordnung ist die Zersplitterung des Denkens. Neulich hat man mir gesagt, dass in einer bestimmten Kultur Denken das Äußere bedeutet. Wenn Sie das Wort außen benutzen, gebrauchen Sie das Wort Denken. Und wir denken, es ist innen. Das ist es. Das Denken ist also immer außen. Sie können sagen, ich denke im Inneren. Das Denken hat das Äußere und das Innere geteilt. Um diesen ganzen Widerspruch, das Messen, die Zeit, die Teilung, die Zersplitterung, das Chaos und die Unordnung zu verstehen, muss man wirklich die Frage untersuchen, was der Gedanke, was das Denken ist. Kann der Verstand, der so von Bruchstücken und Zersplitterung geprägt ist, kann so ein Verstand die gesamte Bewegung der Unordnung beobachten? Nicht in bruchstückhafter Art und Weise, die Bewegung selbst. Ja, aber das ist ja gerade das Erschreckende, diese Bewegung anzuschauen. Es ist interessant, dass Sie diese Frage auf eine Weise stellen, die immer weiter bohrt. Weil, kurz gesagt, Messen eine Möglichkeit ist, die unendlich teilbar ist. Sie kann nur durch Handlung beendet werden. Durch Handlung. Und solange ich mich als von der Handlung getrennt betrachte, halte ich mich für einen großen Denker. Ich lehne mich zurück und untersuche Alternativen, die alle Einbildung und Trugschluss sind. Und in der Geschäftswelt erhalten Männer horrende Gehälter für das, was man ein neues Konzept nennt. Es wird natürlich bei seinem richtigen Namen genannt, aber es wird nicht seiner Natur gemäß korrekt betrachtet. Es wird nicht so verstanden, wie es sollte. Das führt uns dazu, dass Messen Vergleich bedeutet. Unsere Gesellschaft und unsere Zivilisation basiert auf Vergleich. Von der Kindheit an, über die Schule zur Universität, wird verglichen. Und Vergleich zwischen Intelligenz und Dummheit. Zwischen den langen, den schwarzen, den weißen, blauen und all den anderen. Vergleich beim Erfolg. Und sehen Sie auch unsere Religionen an. Der Priester, der Bischof, Sie verstehen? Die Aussicht auf ein hohes Amt, womöglich Papst oder Erzbischof. Die ganze Struktur basiert darauf. Vergleich, was Messen und im Wesentlichen Denken ist. Ja, die Protestanten beschweren sich über die katholische Hierarchie und deren heilige Schrift. Ihre Bibel nennen einige Katholiken ihren Papiernen Papst. Und mit der Ablehnung selbst übernimmt etwas anderes ihren Platz.
und wird dadurch immer weiter gespalten. Ist es also möglich, zu schauen, ohne Messen, das heißt ohne Vergleich? Ist es möglich, ein Leben zu leben? Leben, handeln, lachen, weinen, das ganze Leben, ohne dass ein Schatten von Vergleich darüber fällt? Sir, ich spreche hier von einer Tatsache. Ich habe mich niemals mit jemandem verglichen. Ich habe nicht einmal daran gedacht, auch nicht, wenn jemand viel klüger war als ich, viel begabter, viel intelligenter, geistig höher stehend war. Ich habe mich nicht darauf eingelassen. Darum frage ich mich, ob nicht das Messen, der Vergleich und die Nachahmung die Hauptfaktoren der Unordnung sind. Als wir uns neulich unterhielten, habe ich lange darüber nachgedacht, dass Sie als kleiner Junge niemals trennende Unterschiede akzeptiert haben. Und innerhalb der sozialen Ordnung. Und ich musste an mein eigenes Aufwachsen denken und einsehen, dass ich diese Unterscheidung bezüglich der Spaltung akzeptiert habe, nicht jedoch hinsichtlich der Natur der Dinge. Das aber rief in mir einen Konflikt hervor, da ich nicht verstehen konnte, wie es sein kann, dass ich einerseits als normales menschliches Wesen natürlich bin, aber andererseits irgendwie nicht zu den Dingen, wie sie wirklich sind, in Beziehung stehe, zu dem, was wir Natur nennen. Später fiel mir plötzlich ein, dass ich mich schon durch diese Denkungsweise von der Natur abspaltete und dieses Problem so nie lösen würde. Als ich vor einigen Jahren in Bangkok an einem frühen Morgen im Garten eines Tempels einen Spaziergang machte, kam mir blitzartig ein Gedanke, als mein Blick auf einen vollkommen runden Tautropfen fiel, der auf einem Lotusblatt ruhte. Und ich fragte mich, wie es möglich sein konnte, dass er nicht herunterfiel. Als ich mit meinen vielen Warums am Ende war, atmete ich erschöpft durch und sagte zu mir: Verhalte dich ganz still und schaue nur. Und ich sah, dass jedes Ding ohne jedwede Verwirrung seine eigene Natur in dieser wunderbaren Harmonie behauptete. Und ich wurde ganz still. Nur still. Ich glaube, das ist etwas von dem, was Sie über Tatsachen denken. Das war eine Tatsache. Dieser wunderschöne Tropfen auf dem Blatt ist die Tatsache, ist die Handlung, ist das, was getan wird. Hieraus ergibt sich die Frage, ob man einen Studenten dazu bringen kann, ein Leben ohne Vergleich zu führen. Ein größeres Auto, kleines Auto, verstehen Sie? Dumm, Sie sind klug, ich nicht.
Was passiert, wenn ich überhaupt nicht vergleiche? Werde ich dadurch dumm? Im Gegenteil. Ich weiß, dass ich dumm bin, nur dadurch, dass ich vergleiche. Wenn ich nicht vergleiche, weiß ich nicht, wie ich bin. Von dort kann ich beginnen. Die Welt wird auf unendliche Weise zugänglich. Oh, dann wird alles ganz anders. Es gibt keinen Wettbewerb, es gibt keine Angst, es gibt keinen Konflikt untereinander. Darum benutzen Sie das Wort total so oft, nicht wahr? Von einem Zustand zum anderen gibt es keine Verbindung, gibt es keine Brücke. Vollkommene Unordnung. Vollkommene Ordnung. Ja. Und Sie benutzen das Wort absolut sehr oft, was viele Leute heutzutage erschreckt. Sir, letztlich ist Mathematik Ordnung. Für die höchste Form mathematischer Forschung benötigen Sie einen total geordneten Verstand. Das Großartige an Mathematik ist auch, dass, obgleich es das Studium der Menge ist, man keinen Übergang von einer ganzen Zahl zur nächsten macht, indem man die Zahl 2 größer werden lässt. 2 endet bei 2, 2,5 ist nicht mehr 2. Irgendwie ist das der Fall. Ich habe niemals gehört, dass ein Kind, das Mathematik lernt, hiermit konfrontiert wurde. Sehen Sie, unser Lehren, alles, was wir tun, ist so absurd. Ist es möglich, diese Bewegung der Unordnung mit einem Geist zu beobachten, der selbst ungeordnet ist? Und zu sagen, kann dieser Geist die Unordnung beobachten? Dieser Geist, der sich bereits in einem Zustand der Unordnung befindet? Unordnung ist also nicht da draußen, sondern hier drinnen. Kann nun der Geist diese Unordnung beobachten? Ohne einen Beobachter einzuführen, der geordnet ist, der sich darüber stülpen würde. Darum beobachten Sie, nehmen Sie Unordnung wahr, ohne den Beobachter. Um Unordnung zu verstehen, glauben wir, dass ein ordentlicher Verstand notwendig ist. Im Gegensatz zum unordentlichen Verstand. Aber der Verstand selbst hat diese Unordnung geschaffen. Die Denken ist und all das. Kann also der Verstand statt auf die Unordnung da draußen auf den Verursacher der Ordnung hier drinnen schauen? Welcher selbst der eigentliche Geist als Unordnung ist. Der Geist selbst ist unordentlich. Ja, aber sobald dieser vorstellungsmäßig festgelegt ist. Nein, keine Vorstellungen. Ja, aber wir gebrauchen Worte. Wir gebrauchen Worte, um zu kommunizieren. Was mich gerade für eine Sekunde beschäftigt, ist, was werden wir sagen, wenn wir die Behauptung hören, dass es der unordentliche Geist selbst ist, der die Unordnung fortpflanzt. Aber es ist eben dieser unordentliche Geist, der das erkennen muss. Unordnung ist nicht außerhalb von mir. Unordnung ist innerhalb von mir. Das ist eine Tatsache.
Weil der Geist unordentlich ist, müssen all seine Handlungen unordentlich sein. Und die Handlungen der Unordnung pflanzen sich fort oder bewegen sich in der Welt, kann also dieser Geist sich selbst beobachten, ohne den Faktor eines ordentlichen Geistes einzuführen, der das Gegenteil ist? Kann er also ohne den Beobachter beobachten? Den Beobachter, der das Gegenteil ist? That's the question. Now, what is that if you are really interested in it? I am. I'm deeply interested. Der Beobachter ist das Beobachtete. Der Beobachter, der sagt, ich bin ordentlich. Und ich muss Ordnung in die Unordnung bringen. Das findet normalerweise statt. Aber der Beobachter ist der Faktor der Unordnung, weil der Beobachter die Vergangenheit ist. Er ist der Faktor der Teilung. Wo Teilung ist, gibt es nicht nur Konflikt, sondern auch Unordnung. Das passiert tatsächlich in der Welt. Ich meine, dass das ganze Problem mit Energie, mit Gesetz, Frieden und so weiter vollkommen gelöst werden kann, wenn es keine getrennten Regierungen, souveränen Armeen gäbe. Und man würde sagen, lassen Sie uns in Gottes Namen diese Probleme alle gemeinsam lösen. Wir sind Menschen, diese Erde ist für uns zum Leben gedacht, nicht Araber, Juden, Amerikaner und Russen. Es ist unsere Erde. Aber wir werden das nie tun, weil unser Geist so daran gewöhnt ist, in Unordnung zu leben und in Konflikt zu leben. Und dieser Veranlagung ist noch eine religiöse Beschreibung beigegeben worden hinsichtlich der Aufgabe, die Unordnung mit meiner Auffassung von Ordnung zu säubern. Ihre Vorstellung von Ordnung ist die Tatsache, die Unordnung geschaffen hat. Das wirft also eine Frage auf, die sehr interessant ist. Kann der Geist sich selbst beobachten ohne den Beobachter? Weil der Beobachter das Beobachtete ist. Der Beobachter, der sagt, ich werde Ordnung in die Unordnung bringen, dieser Beobachter selbst ist ein Teil der Unordnung. Und darum kann er niemals Ordnung zustande bringen. Kann also der Geist seiner selbst als eine Bewegung von Unordnung gewahr werden, ohne zu versuchen, sie zu korrigieren, zu rechtfertigen, zu formen, nur beobachten? Ich sagte vorhin, beobachten heißt, am Ufer eines Flusses zu sitzen und das vorbeifließende Wasser zu beobachten. Dann erkennen Sie viel mehr. Aber wenn Sie mittendrin schwimmen, sehen Sie nichts. Ich habe niemals vergessen, als ich aufhörte zu fragen, als ich vor dem Tautropfen auf dem Blatt stand, dass sich alles total verändert hat. Total. Und was Sie sagen, ist die Wahrheit. Einmal passiert, gibt's kein Zurück mehr. Es ist kein Zufall, der stattfand. Mein Leben ist kein Zufall. Es ist eine Bewegung.
Und in dieser Bewegung beobachte ich diese Bewegung der Unordnung. Und darum ist der Geist selbst unordentlich. Und wie kann dieser unordentliche, chaotische, widersprüchliche, absurde kleine Geist Ordnung zustande bringen? Er kann es nicht. Darum ist ein neuer Faktor notwendig. Und der neue Faktor ist beobachten, wahrnehmen, ohne den Wahrnehmenden. Wahrnehmen ohne den Wahrnehmenden. Weil der Wahrnehmende das Wahrgenommene ist. Wenn Sie das einmal begriffen haben, dann sehen Sie alles ohne den Wahrnehmenden. Sie beziehen Ihre Persönlichkeit, Ihr Ego, Ihre Selbstsucht nicht mit ein. Sie sagen sich dann, dass die Unordnung der Faktor ist, der Ihnen und nicht außerhalb von Ihnen ist. Die Politiker versuchen, Ordnung zustande zu bringen, obwohl sie selbst so korrupt sind. Wie können diese Leute Ordnung schaffen? Das ist es, was in der Welt passiert. Die Politiker regieren die Welt. In Moskau, in Neu-Delhi, Washington, wo auch immer. Überall wird das gleiche Muster wiederholt. Sie leben auf chaotische, korrupte Weise und versuchen, Ordnung in die Welt zu bringen. Es ist kindisch. Darum ist die Umwandlung des Geistes nicht Ihr Geist oder mein Geist, es ist der Geist schlechthin, der menschliche Geist notwendig. Oder der Geist, der versucht, sich selbst zu ordnen, nicht einmal das. Nein, das ist, als versuchte ein Blinder eine Farbe zu erkennen. Und er sagt, das ist grau, das hat keinerlei Bedeutung. Kann also der Geist diese Unordnung beobachten in sich selbst, ohne den Beobachter, der die Unordnung geschaffen hat? Das führt uns zu etwas sehr Einfachem, zu schauen. Auf einen Baum, eine Frau, einen Berg, einen Vogel oder eine schillernde Wasserfläche und deren Schönheit, zu schauen ohne den Seher. In dem Moment, in dem der Seher, der Beobachter in Erscheinung tritt, spaltet er. Und Spaltung ist in Ordnung, solange sie nur beschreibt. Wenn sie die jedoch leben, dann ist die Teilung zerstörend. Ja, mir ging gerade diese ständige Propaganda durch den Kopf, die wir über all die Techniken hören, die zur Beruhigung des Geistes zur Verfügung stehen. Das erfordert einen Beruhiger, der beruhigt. Und das ist also absolut, absolut und total vorbei, das zu erreichen. Aber Sie sehen doch, dass die Gurus gerade das tun. Die Importierten und die einheimischen Gurus tun das. Sie zerstören die Leute wirklich. Wir werden darüber reden, wenn sich die Gelegenheit ergibt. Wir befassen uns jetzt mit dem Messen. Dass die ganze Bewegung des kaufmännischen Denkens und Handelns, des Konsums der Technologie ist und heute zum Vorbild, zum Muster für die Welt geworden ist. Es begann im Westen. Wurde dort immer mehr perfektioniert und hat sich dann über die ganze Welt ausgebreitet.
Gehen Sie in die kleinste, schönste Stadt Indiens oder sonst wohin. Überall wird dasselbe Muster wiederholt. In welches Dorf auch immer Sie gehen mögen, und seien die Menschen auch noch so ärmlich, unglücklich und mit nur einer kargen Mahlzeit täglich, so leben Sie doch immer gemäß demselben Muster. Und die Regierungen versuchen, diese Probleme getrennt zu lösen, verstehen Sie? Frankreich für sich selbst, Russland für sich selbst. Es ist ein menschliches Problem, darum muss man sich nicht im Sinne Washingtons, Londons oder Moskaus nähern, sondern im menschlichen Sinne, der sagt, seht, dieses ist unser Problem und lasst es uns in Gottes Namen gemeinsam lösen. Was Fürsorge und Akzeptieren der Verantwortung für jedes menschliche Wesen bedeutet. Kommen wir also zurück. Wie wir schon sagten, kommt Ordnung nur mit dem Verstehen von Unordnung. Darin liegt keine Vergewaltigung. Darin liegt kein Konflikt. Darin liegt keine Unterdrückung. Wenn Sie unterdrücken, reagieren Sie. Sie kennen den ganzen Unsinn. Ordnung ist also eine total andere Art von Bewegung. Und diese Ordnung ist wirkliche Tugend, weil es ohne Tugend keine Ordnung gibt. Da gibt es Gangstertum, politisch, religiös oder auf jede andere Art und Weise. Aber ohne Tugend. Tugend bedeutet Führung, Handlungsweise, das Aufblühen in Güte jeden Tag. Das ist keine Theorie, es findet tatsächlich statt, wenn Sie auf diese Weise leben. Das Hexagramm im I Ching, Führung genannt, wird auch mit Schreiten übersetzt. Schreiten, was Bewegung bedeutet. Eine Bewegung. Und das ist ein riesengroßer Unterschied im Verständnis des allgemeinen Begriffes von Lebensführung. Aber so wie Sie das Wort Führung als Tugend, als Ordnung benutzen, ist es genau am Handeln, an der Bewegung orientiert. Ja, ein Mann, der aus Unordnung heraus handelt, schafft mehr Unordnung. Schauen Sie auf das Leben eines Politikers. Es ist ehrgeizig, gierig, nach Macht und Position strebend, um die Wahl bewerbend und all das andere. Und das ist der Mann, der Ordnung in der Welt schaffen will. Und sehen Sie die Tragödie dessen. Und wir akzeptieren das, verstehen Sie? Ja, wir glauben, dass es unvermeidlich ist. Und darum sind wir verantwortungslos. Weil er es tat und nicht ich. Weil wir Unordnung in unserem Leben akzeptieren. Ich akzeptiere in meinem Leben keine Unordnung. Ich will ein ordentliches Leben führen. Was bedeutet, dass ich die Unordnung verstehen muss. Und wo Ordnung ist, funktioniert das Gehirn viel besser. Ist das nicht ein Wunder? Sobald ich die Bewegung von Unordnung begreife. Begreift der Verstand es. Sehen Sie, es gibt Ordnung. Das ist wahrhaftig wunderbar. Vielleicht ist es das eine und einzige Wunder. Ich meine, im tiefsten Sinne des Wortes müssten Sie alle zu dem einen und einzigen Wunder, dem wahren Herzen, dem wahren Kern, in Verbindung stehen, oder wir hätten keines von Ihnen. Darum birgt Beziehung, Verständigung,
Verantwortung, Freiheit und die Befreiung von Unordnung. Darum birgt dies ein großes Verständnis für Schönheit in sich. Ein Leben, das schön ist, ein Leben, das wirklich in Güte blüht. Wenn wir es nicht schaffen, Menschen dieser Art hervorzubringen, wird die Welt kaputt gehen. Das ist, was passiert. Und ich fühle, dass es meine Verantwortung ist. Und ich habe Leidenschaft. Es ist meine Verantwortung, dafür zu sorgen, dass sie mich verstehen, wenn ich mit ihnen spreche, dass sie danach leben, danach handeln und diesen Weg gehen. Ich komme zu dem Begriff der Aufmerksamkeit zurück. Die enorme Betonung, die Sie darauf gelegt haben, dem Gesagten gegenüber absolut aufmerksam zu sein. Ich denke, ich beginne etwas von den Phänomenen zu verstehen, die passieren, wenn jemand anfängt festzustellen, dass andere Menschen ernst nehmen, was sie sagen. Ich habe nicht gesagt, jemand beginnt es ernst zu nehmen, sondern sie denken, dass sie damit beginnen. Tatsächlich beginnen sie gerade erst, sich beim Vertiefen in die Dinge selbst zu beobachten. Natürlich hat noch nichts begonnen, aber etwas sehr Merkwürdiges passiert mit dem Geist bei der Idee, sich in die Dinge zu vertiefen. Ich bekomme schreckliche Angst. Ich fürchte mich vor etwas. Können wir nächstes Mal die Angst diskutieren?